Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren von mir, Arsch. Wird man gleich noch mal Hopfen nach einkaufen, wissen, ne, oder fehlt. Dann Wasser aktivieren, also Hopfen. Da kaufe ich noch ein paar ein, Maximum wären. Ja, das können wir kaufen, bis wir eine eigene Ernte kriegen. Das dauert noch eine Weile. Sind wir jetzt pleite wieder, aber gut, egal. Ja. So, dann gleich mal schauen. Und den LKW, wo der steht gerade. Das war beim Mähen. Beim Schwatten. Machen wir Licht an hier. So. Das machen wir hier arbeiten. Dann schalten wir durch. Wir wollen ja, das ist aktuell ein Fahrzeug. Oh, die Milch. Den machen wir auch wieder. Globaler Markt aktiviert. Das geht's nicht. Den klicken wir auch hier los. Das ist der LKW mit Zement. Aber wir wollten noch zwei Fahrzeuge starten zum Mähen. Machen wir Licht. Den. Zweiten. Der hat keinen Kurs gespeichert. Dann werden wir kurz mal einsuchen. Nein. Mal ganz kurz gucken, rechts, ja, aktiviert, links. Na. Das ist der linke. Ganz kurz den Kurs suchen und links. Und auch weitermachen kann. Nehmen wir an, ne? Ideal ist nicht, dass der rechte hin vor ihm fährt, aber gut, gleich ist nicht die Frage. Hauptsache sind die nicht weit voneinander entfernt, dass sie sich mehr in der Querbahn stören. So, das war's. Yep. Dann LKW. Weil ich wollte ja eigentlich nachts schlafen. Das heißt, ich muss aber jetzt zusehen, dass ich den Zement zurückkriege. Und dazu einen richtigen Fahrzeug finden, der LKW. Und der zu. Fahren wir zur Brücke. Da lenken wir. Da wird es nicht abgeben. Und das über Nacht dann entsprechend. Ich kann auch gerade ausfahren. Oder? Ne, gerade auf dem Boden. Entschuldigung, das ist blöd. Da kommen wir ein bisschen doch weiter weg, als ich dachte.
wo wir hätten auffahren können. Ich bin nicht ganz sicher, ob da viel weiter ist, als ich hier lang war. So, müssen wir wieder aktivieren, sonst könnte es sein, dass wir die Paletten verlieren. Das wäre äußerst schlecht gerade nachts. Denn wir wollen die ja wieder haben, ne? Brauchen die ja unbedingt. Brückenbau, das dauert ja eine Weile und das alles, was fehlt, ist ja der schöne Zement. Der muss ja nachts geliefert werden, bevor wir oder ich mich zur Ruhe setze. Also, die Jungs arbeiten ja weiter hier mit Crossplay und mit Autodrive. Also, ich habe dazu jetzt im Dunkeln, wie gesagt, ist hier wirklich angenehm zu fahren. Schnell mal hin. Hier wird auch nur gebraut in großen Mengen. Hat man doch entschlossen, Hopfen in großen Mengen zu kaufen, gleich zum Anfang, wie ihr gesehen habt. Bis unser Hopfen soweit ist zum Ernten, das dauert noch eine Weile. Leider. Wird nächstes Jahr sehen, dass noch mehr Felder haben. Ich glaube nicht, dass ein KI irgendwo noch ein Feld machen Hopfen. Raps habe ich gesehen, das werde ich wahrscheinlich kaufen, wenn ich Geld hätte. Aber gut, wenn er jetzt die Molkerei arbeitet, ne? Und Bier kann jetzt auch weiter arbeiten. Wasser muss ich noch aktivieren. Das Wasser ist auch da. Aber spätestens morgen muss ich dann Wasser fangen. Da sind wir. Oh, der erste Segment ist schon fertig. Da können wir fast rüberfahren. Naja gut, wir müssen noch mächtig viel Schwung nehmen. Ja, ich habe mir heute entschlossen, wir am Freitag wieder mal einen Livestream machen will über die Tourenkarte. Das heißt, ich muss heute noch die Folge machen. Das ist ja nicht nur ach, da. Das ist echt blöd. So, den kann ich hier stehen lassen. Und dann eile ich gleich mal. Ja, er nimmt alles an. Dann gehen wir mit Kanderbrückenbau weiterlaufen. Leider fehlen noch 10 Paletten. Ja, leider. Aber der Rest müsste bald. Brücke ist zur Hälfte fertig. Ein Drittel. Ein Viertel. Ein Viertel. Naja, ein Tag. Ich glaube zwei. Mittlerweile. Wir fahren zurück in den Hof. Und dann geht's zur Ruhe. Zeit, ne? Schlafen bis die Zeit 09. Von der Videolänge wird gerade so werden. Die nächste Folge werden wir im hellen brennt. Spiel. Machen, fahren, was auch immer. Tja, die erste Arbeitswoche ist vorbei. Und
Jo. Ich bin irgendwie erschöpft. Erstaunlicherweise. Alles durcheinander. Muss ich mir wieder an eine Zeit gewöhnen. Dass ich nicht zu dann spielen kann, wenn ich möchte und auch nicht, wenn es auch geht. Ne? Also jetzt hier aktuell ist jetzt 16 Uhr. Aber gut, irgendwie das wird sich wieder einpegeln. Zumal ich auch jetzt ja noch spätes Früh habe. Spätes Frühschicht. Da ist ein bisschen besser. Im Freitag hergesehen. Und am Abend können wir weiter. Dank. Da packen wir mal Opa wieder. Paletten müssen wir verteilen. Wir haben Paletten noch gefehlt. Oder zumindest zu wenige. Ich glaube hier in der Onkerei. Aber da können wir ihn gleich mal hinstellen. Den LKW. Und dann springe ich mal so rüber. Ein paar Paletten habe ich noch. Ein paar. Ansonsten. Naja, gut. Hackschnitzel. Können wir auch noch mal rüberfahren zum Papier. So. Das Viehhändler nicht. Mein Farmhaus. Container. Zum Meer hat sich erreicht. Großartig, wow. So. Das mal kocht man meine. Ne? Eine Couch. Kühlschrank. Wasserspender. Naja. Sogar eine Klimaanlage, glaube ich, sogar. Oder was hat da oben? Da ist eine Mikrowelle, eine Mini und eine kleine Kaffeemaschine. Also das gefällt mir gar nicht hier. Besen und Schrubber in der Ecke. Das wäre am besten so ein kleiner Schrank. Wo ist der Computer? Ja, die Kreide fällt von Rügen hier. Oder was ist das hier oben? Die sehen so ähnlich aus. Gut, dann haben wir ein bisschen zur Ruhe setzen. Jetzt haben wir 10 Uhr. Ungefähr 8 Stunden, also genau. Schlafen. Die arbeiten alle. Schlafen. Zu spät. So, mal gucken mal. Ich muss klar durchdrehen Reifen. Nicht gewachsen. Gut, dann mal gucken. Auch nicht schlecht. Den einen Ballen, den er hier ist, nimmt er. Gut. Oder nicht gut. Die anderen sind auch fertig. Die arbeiten noch. Dann können wir gleich mit dem Ballkasten hier anfangen. Sobald die hier mit durch sind. Sieht gut aus. Und dann wollte ich Wasser zum Brauerei fahren, irgendwie ein Fahrzeug und finden. Na, hier ist gerade ungünstig. Hier steckt man mittendrin. Dann gehen wir hier hin. So, dann brauche ich meinen Traktor mit dem Wasserfass. Also einen kleinen Wasserfass. Einen großen nicht. Das müsste da hinten sein. Traktor. Da genügt aber die kleinen Traktoren aus, diese hier. Einer war noch gewesen da hinten. Fällt mir gerade so ein. Der könnte auch noch nach Hause gefahren werden. Ob du noch Dünger gestalten musst? Mal gucken. Könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher.
Wie geht das? Erntereif? Nö, Raps nicht erntereif. Die Wiesen gingen ja nicht, das war ja klar. Aber unsere neue Wiese, das kann leicht gemacht werden, und die Wiese 36. Da werden wir mal gleich. Klar. Steht gleich im Wege, ne? Dann fahren wir gleich mal zur Wiese hin. Der Dünger wird reichen. Das ist der erste, das ist ein Keller. Und was ist auch nicht, keine Ahnung. So, jetzt stellen wir hier rechts hin. Oh, die draußen fällt. Draußen könnte stören. Oder wie kann ich mal ein? Hab nichts gemacht. Oh, das erste Getreide wird schon mal reif, nicht, aber schon gefärbt. So. Das kann sein, dass gerade Wachstum durchgegangen ist. Also hier im Prinzip, dass dadurch ein bisschen hängt. So. Düngerfahrzeug ist bereitgestellt. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir den Traktor und den Motor hinten weg. Der hat schon immer gestört. Nicht gestört, aber wird dafür zurück, ne? Wieder unter Getreide ist anscheinend. Es wird langsam Richtung Erntezeit. Da wird der Raps auch schon entsprechend verkehrt sein. Aber sind noch nicht erntereif, ne? Ja, den kleinen Wasserfass suchen, ne? Den anderen hier, den kleinen. Und dann Brauerei mit Ausreif bedienen mit Wasser, ne? Nur schummrig, ne? Den können wir so sehen werden hier. Ja, dann können wir dann gleich weiter Ballen pressen auf Feld Nummer 36. Und gleich mal die Gras sammeln, die Grasballen einsammeln, dann fällt mir so 19 und dort gleich dünn. Muss man mir auch zweimal gedünnt werden. Die Lenkung ist ein bisschen besser geworden, ich habe das stärker angestellt. Das ist angenehmer. Also, wo es zu leicht ging, ne? Das wo jetzt ein anderes Treiberprogramm drauf oder irgendwie sowas. Oder wir haben es geändert oder geupdatet oder keine Ahnung. Dann haben wir schon mal Ballen für unsere BGH. Das ist die erste. Noch nicht ganz fertig mit dem Pressen. Aber wir wollen gleich mal Wasserfass suchen. Das ist mir jetzt ganz wichtig für die Brauerei, dass das abläuft. Ne? Warm hier drin, scheint Sonne rein. So, wo können wir noch am besten hin? Ach so, in der Halle rein, das ist doch mal das Beste jetzt. Ich glaube, da brauchen wir Heu. Eigentlich müsste ich vorher waschen, aber das wird keine Zeit für. So, wo ist noch unser Wasserfass? Das kleine. Hier steht es nicht. Frage. Ich bin nachher dann oben. Ich
irgendwo hingestellt und weiß nicht wo. Das Dieselzeug, jedenfalls Nachtanken der Fahrzeuge. Ha! Also doch. Ich muss sowieso ein bisschen sortieren. Und den kann ich ganz gut zum Wald nehmen, ne? Den ich umgerüstet habe. Das wäre bloß um Wasserfahren zu schade. Ja. Kurz überlegt. Oder können Dünger streuen, ne? 36. Gut. Der ist ja fast durch. Ja. Unbeschauer, oh, überzogen. Unbeschauer, das sollte auch heute auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Und wie gewinnt ihr? Ciao. Ja. Morgen geht's weiter hier zum Arsch. Mit Ballenfressen und. Ja, viel Arbeit. Tschüss. Und vielen Dank fürs Reinschauen.